Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen zur Publishers Night und zur Goldenen Victoria. Was eine Unternehmerin des Jahres also auszeichnet, das weiß er ganz genau. Bitte begrüßen Sie sehr, sehr herzlich mit mir Friedrich von Metzler. Herzlich willkommen. Beatrice Guillaume Grabisch hat das Tempo der Welt im Griff. Es hat einen guten Grund, dass die Branche, in der Sie seit jeher zu Hause sind, in der Fachsprache Fast Moving Consumer Goods heißt. Bei Nahrungsmitteln ist der Pulsschlag der Veränderung ganz direkt spürbar. Es sind die wechselnden Vorlieben der Menschen beim Essen, die sich ändernden Gewohnheiten beim Einkauf und nicht zuletzt die Vielfalt der Lebensentwürfe, die permanent ein waches Auge verlangen. Ich möchte auch die Goldene Victoria hochhalten, als Ermutigung für viele Menschen, ihren persönlichen Weg zu gehen, niemals aufzugeben, für ihre Werte gerade stehen und dabei den Sinn für Freiheit und Respekt zu stärken und behalten. Daphne Galizia und Jan Kuciak sind zu unfreiwilligen Märtyrern für die Pressefreiheit geworden. Sie haben sich dieses Schicksal nicht ausgesucht. Sie haben sich dieses Heldentum nicht ausgesucht. Nein, sie wollten leben. Zusammen mit den Menschen, die sie liebten und von denen sie geliebt wurden. Heute, wenn wir posthum zweier Journalisten gedenken, die in Europa aufgrund ihrer Journalistentätigkeit zu Tode gekommen sind, müssen wir erkennen, Pressefreiheit ist kein Naturgesetz. Pressefreiheit muss erkämpft und geschützt werden, und zwar nicht nur von Journalisten, sondern aus der Mitte der Gesellschaft heraus, von uns allen. Die Schwester und der Sohn von Daphne und der Vater von Jan Kuciak. And that is why the Golden Victoria Award is so important. If Daphne's memory and legacy are destroyed, the criminal and the corrupt will have triumphed, and European values Daphne worked so hard to defend will have failed. The Golden Victoria Award recognizes Daphne's work not just as a personal achievement, but as a legacy that belongs to society. Daphne herself is now beyond all harm, but the Golden Victoria Award continues to honor her life's work. In doing so, it helps to protect her legacy. It reminds everyone that journalism is essential to democracy, and true democracy does not exist if journalists are unable to work freely. Všetkým vám tu prítomným, všetkým poctivým novinárom, aj všetkým ľuďom, ktorí vedia, že pravda sa nedá umlčať a pomáhajú nám, chcem vysloviť zo srdca jedno veľké ďakujem. Danke. Thank you so much. Josef Kuciak. Herzlichen Dank. Danke sehr. Worte brauchen Freiheit. Wo würde dieser Song besser passen als an diesem Abend? Viel Vergnügen. Worte, Worte. Wir widmen uns jetzt einer ganz besonderen Frau. Die Gerüche ihrer Kindheit waren Kiefern und Heu. Sie war Klassenbeste, ließ, wie ich mir habe sagen lassen, aber immer abschreiben. Sie hat einen Angelschein, sucht Entspannung beim Unkrautjäten. Sie zieht Kartoffeln und freut sich an ihrer Lieblingsblume, dem Löwenmäulchen. Wenn mir das richtig gesagt wurde, stimmt das? Sind ja,
sind ja auch alles nur Randnotizen. Aber vielleicht beschreibt das Ihre Stofflichkeit ja ein bisschen besser als jede ellenlange Abhandlung. Ja? Viele sagen auch, sie ist so ein bisschen so wie Ihre Lieblingsmusik. Die ist von Gustav Mahler. Anspruchsvoll und immer überraschend. Sie ist auf der Welt, um sich anderen Dingen zu widmen, als nur sich selbst. Und trotzdem ist sie heute hier, denn heute widmen wir uns ihr. Voller Anerkennung und großem Respekt. Dr. Angela Merkel, herzlich willkommen. Bitte begrüßen Sie, meine Damen und Herren, für die Laudatio Ihre Majestät, Königin Rania al-Abdallah, Haschemitisches Königreich Jordanien. Herzlich willkommen. But as someone looking at Germany from the outside in, and as someone from a country that knows very well the strain a massive influx of refugees can impose, I want to express how grateful Jordanians and the rest of the world are for Germany's courage. We are grateful for the beautiful example that so many Germans have set, reaching out warmly to help newcomers adjust to their new homes, new schools, new lives. We are grateful for Chancellor Merkel's belief that, as she always says, fear has never been a good advisor, neither in our personal lives nor in our society. She leads as she lives, trusting her intellect, experience, and conscience to light the way. In the process, she has helped this extraordinary country reveal the best of itself to the world. For all those reasons, I am honored and proud to present the Golden Victoria to a bridge builder, change maker, hope giver, and friend, Federal Chancellor Dr. Angela Merkel. Wir wissen um die Werte, die eine demokratische Gesellschaft auszeichnen, und diese Werte verteidigen wir in der Politik, in der Gesellschaft und in den Medien. Medien dienen der Information und Kommunikation, aber nicht allein. Sie sind keine Ware wie jede andere. Denn die Entwicklung freiheitlicher, demokratischer Gesellschaften einerseits und eine freie, unabhängige Medienarbeit andererseits bedingen sich gegenseitig. Jeder von uns, der sich demokratischen Werten und den Menschenrechten verpflichtet fühlt, kann und darf nicht akzeptieren, dass Journalisten beschimpft, bedroht oder angegriffen werden. Wir können und dürfen nicht hinnehmen, wenn eine vielfältige Medienlandschaft in Frage gestellt und als Lügenpresse hingestellt wird. Mangelnder Respekt äußert sich schon in der Wortwahl. Und der Schritt von einer herabwürdigenden, aggressiven Sprache hin zur Gewalt ist leider oft nicht allzu groß. Ich danke deshalb allen, die Zivilcourage zeigen und ihre Stimme erheben, wenn die Pressefreiheit bedroht wird. Ich danke allen, die sich für einen respektvollen Dialog einsetzen, hierzulande wie auch anderswo. Und ich danke dem Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, der sich unermüdlich für die Pressefreiheit einsetzt. So auch und besonders am heutigen Abend. Aber am besten verleihe ich meinem Dank wohl vor allem dadurch Ausdruck, dass ich die goldene Victoria und Ihre Worte, Majestät, als Ansporn nehme. Als Ansporn, mich weiter für eine gute deutsch-jordanische Partnerschaft für Presse- und Meinungsfreiheit weltweit einzusetzen, mich auch zu freuen, wenn die Zeitung von morgen nicht so gut ist, wie die Laudatio eben hier zu sehen war. Und hierbei hilft mir die goldene Victoria sicherlich in besonderer Weise. Herzlichen Dank. Das